Für Leonie Diehl ist heute ein wichtiger Tag. Sie ist auf dem Weg zu einem ganz besonderen Date. Ich bin super aufgeregt. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch in den Frankfurter Rotkreuzkliniken. Leonie hat medizinisches Management studiert und wünscht sich für ihre berufliche Zukunft einen Arbeitsplatz im Qualitätsmanagement eines Krankenhauses. Jetzt bin ich echt ein bisschen früh hier. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin muss. Entschuldigung. Ja? Kann ich Sie kurz was fragen? Ne? Ja, gerne. Mein Name ist Leonie Diehl und ich habe gleich ein Bewerbungsgespräch. Soll ich Sie begleiten? Ja, ich weiß leider nicht, wo ich hin muss. Sehr gerne, ich zeige Ihnen kurz den Weg. Dankeschön. Und zwar geht es hier an der Klinik entlang und dann links. Sie sind bestimmt aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Ja, das müssen Sie nicht. Die Frankfurter Rotkreuzkliniken sind an zwei Standorten untergebracht. Die Klinik Rotes Kreuz liegt neben dem Frankfurter Zoo im Osten der Innenstadt. Die Klinik Maingau vom Roten Kreuz liegt einen Kilometer entfernt in der Stadtmitte am Scheffeleck. Beide Kliniken sind unter der Trägerschaft der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften. So, da sind wir schon. Hier vorne ist direkt der Eingang. Und in der ersten Etage finden Sie auch die Personalabteilung. Und ich würde sagen, ich drücke Ihnen die Daumen, toi toi toi. Dankeschön, das ist lieb. Tschüss. Ah, hier gibt es sogar ein Sommerfest. Fatma Köksal hat als Abteilungsleiterin des Qualitätsmanagements genug Erfahrung, um das Potenzial einer Bewerberin schnell einschätzen zu können. Leonie kommt offensichtlich gut an bei den Damen. Warum die Frankfurter Rotkreuzkliniken? Warum haben Sie sich bei uns beworben? Ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, dass bei Ihnen die Menschlichkeit im Fokus steht. Und das fand ich sehr sympathisch. Aus diesem Grund bieten die Frankfurter Rotkreuzkliniken ihren Beschäftigten und Mitgliedern auch individuelle Arbeitszeitmodelle, sodass Job, Freizeit und die Familie unkompliziert unter einen Hut gebracht werden können. Das ist doch erstmal gut gelaufen. Damit Leonie sich selbst ein Bild von den Kliniken machen kann, wird sie zu einem Rundgang eingeladen. Fatma Köksal ist als geschulte Auditorin auch verantwortlich für Unternehmensentwicklung und betriebliche Gesundheitsförderung. Wir haben ganz viele verschiedene Gesundheitsangebote, zum Beispiel Jobrat, Yogakurse. Zuerst geht es zum Mutterhaus, dem Verwaltungsgebäude der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften. Hier ist der Sitz der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften und der Oberin Karin Schoppet. Hallo. Hallo. Sehen Sie, da hinten ist die Oberin. Kommen Sie, wir warten einen Moment. Ja. Die Oberin war selbst einmal Krankenschwester. Heute ist sie die Vorsitzende des Vereins der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften und der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken. Rotkreuz-Schwestern sind seit jeher den Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung verpflichtet. Die Oberin lässt es sich nicht nehmen, der eventuell zukünftigen Mitarbeiterin diese Grundsätze zu erläutern. Das ist, Sie sehen es dort, Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Das sind unsere Werte, die uns verbinden. Ganz oben steht der Grundsatz, deswegen steht er auch ganz weit oben, der Menschlichkeit, weil er beinhaltet eigentlich alle Grundsätze unserer Rotkreuz-Schwesternschaft. Echt beeindruckend, sehr sympathisch. Die Frankfurter Rotkreuzkliniken verfügen über Fachabteilungen wie Kardiologie, Gefäßchirurgie, Pneumologie, Gynäkologie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Darüber hinaus gibt es ein Belegsystem mit verschiedenen ärztlichen Fachdisziplinen. Ah, und hier werden die Meinungen erhoben? Richtig, genau. Wir haben insgesamt in den beiden Kliniken jährlich ca. 17.000 Fälle, die wir hier im Haus behandeln. Zudem haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Pflegepersonalquote. Ihre Patienten scheinen sich sehr wohl zu fühlen. Ich habe Ihre Bewertung im Internet gelesen. Ja, wir haben eine sehr gute Atmosphäre in den Kliniken. Stimmt's, Herr Rehmer? Das kann man wohl sagen. Wenn Sie ein angenehmes und familiäres Arbeitsumfeld suchen, werden Sie bei uns das ganz sicher finden. Da bin ich fest davon überzeugt. Hier in diesem Umfeld, jeder kennt jeden, geht wertschätzend und respektvoll miteinander um. Und es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten.
Das klingt sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss. Das hört sich alles echt gut an. Ob die eigenen Haustechniker oder die Ärzteschaft. In den Frankfurter Rotkreuzkliniken stehen nicht nur die Patienten, sondern auch die Beschäftigten im Mittelpunkt. Weiterbildung steht dabei ganz oben. Ich bin im ersten Jahr meiner Weiterbildung. Ich war hier schon in der Notaufnahme, bin auf der Intensivstation eingearbeitet worden und sogar im Ultraschallraum, was wirklich richtig gut ist für das erste Assistenzarztjahr. Und wenn im Stationsalltag noch Zeit bleibt, dann kann ich auch immer hier ins Katheterlabor kommen und mitschauen, was echt super ist, weil das ist eine topmoderne Anlage und das macht echt Spaß. Weiterbildung, einfach klasse. Schule neu denken heißt das Motto der Pflegeschule der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften. Selbstorganisiertes Lernen wird in dieser Schule großgeschrieben. Das moderne und digitale Umfeld bietet den Schülern einen optimalen Rahmen. Wir verstehen uns hier als Lernbegleiterinnen auf Augenhöhe mit den Auszubildenden, um jeden individuell zu betreuen, ihn weiterzuentwickeln, zu schauen, was sind die eigenen Ziele, wo will ich mal hin, auch in meiner Pflegekarriere, und praktisch hier einen Grundstein zu legen mit der Ausbildung für alles, was dann noch so kommt. Das ist so ein ganz großer Schwerpunkt hier in der Schule. Das wäre auch was für mich gewesen. Die letzte Station ist die ambulante Rotkreuzpflege der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften. Sind das E-Bikes für den Pflegedienst? Hallo Frau Köxal. Ah, hallo Frau Schaaf. Sind das die E-Bikes für den ambulanten Pflegedienst? Genau. Mittlerweile haben wir 5 davon. Und damit entlasten wir die Mitarbeiter, dann müssen sie nicht immer Parkplätze suchen und natürlich auch die Umwelt. Wie spannend, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur die E-Autos, aber Fahrräder? Mhm. Die ambulante Rotkreuzpflege der Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften versorgt neben Senioren auch Familien mit Kindern. Eben die Menschen, die pflegerische oder medizinische Unterstützung benötigen. Okay, sehr schön. Vielen Dank für die Infos. Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Schaaf. Gerne. Schönen Tag noch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und wir gehen jetzt noch was trinken. Nicht schlecht. Sprechen wirklich viele Argumente für die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken. Nun liegt es an Leonie, ob sie sich für oder gegen den Job entscheidet. Ah, hallo Frau Ballo. Hallo Frau Göxal. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Na klar. Gerne. Ach, danke schön. Kommen Sie, Conti. Hallo. Hallo. Sie haben sich aber einen schönen Platz ausgesucht hier. Ja, hier kann man schön sitzen. Schön. Wie geht's Ihnen, Frau Ballo? Gut. Kommen Sie heute Abend auf unsere Sommerparty? Nee, leider nicht. Ich habe einen Termin, aber ich bin schon wirklich traurig. Ja, schade. Okay. Frau Diehl, hätten Sie nicht Lust, heute Abend mitzukommen? Ja, warum nicht? So nette Leute, wie ich heute kennengelernt habe. Dann würde ich mir das nicht entgehen lassen. Das sind wirklich nette Kollegen. Das ist ja lieb. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jedes Jahr laden die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken ihre gesamte Belegschaft zu einem Sommerfest ein. Diesmal findet es auf der Dachterrasse einer Cocktailbar statt. Frau Köksal freut sich, dass Leonie dabei ist. Dank Leonies Zusage haben die Kolleginnen der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken allen Grund, miteinander zu feiern.